Dieses Gaming-Video wird euch präsentiert von justnetwork.eu. Okay. Frage Nummer 1. Wie viel Prozent der im Jahr 2014 von der USK Unterhaltungssoftware-Selbstkontrolle geprüften Spiele erhielten keine Jugendfreigabe, also ein rotes Kennzeichen ab 18? Wie viel Prozent erhielten dieses Kennzeichen ab 18 im Jahr 2014? Wie viel Prozent der geprüften Spiele? Keine Jugendfreigabe, ab 18 frei. Roten Kennzeichen, rote 18. Nur im Jahr 2014, wie viel Prozent der geprüften Spiele im Jahr 2014? Prozent. So, bitte entscheiden. Dum, 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 dum. 3, 2, 1, umdrehen. 9%. Es sind tatsächlich 8,5%. Ja, wir hatten vorher 15, ey, krass. Ich hatte nur 40. Ja, 43, möchte ich mal sagen. Oh. Alles ab 18, 43. Okay, Frage Nummer 2. Frage Nummer 2. Wie viele der Spiele, wieder in Prozent, wurden ohne Altersbeschränkung, also mit einem weißen Kennzeichen, jeder darf spielen, freigegeben? Also dieses graue, weiße Ding. Genau, weißes Ding, jeder darf es spielen, freigegeben ab 0. Wie viel Prozent von den Spielen in 2014 wurden so gekennzeichnet? Ach nee, oh, meine Rechnung war gerade richtig dumm. Okay, dann sind es bestimmt. Auch nicht? Nee. 5, 4, 3, 2, 1, umdrehen. Echt? Hallo, liebe Community, wir sagen 10%. 15%. Tatsächlich sind es 27,3%. Was? Nächste Frage. Wie viel Prozent der Deutschen ab 14 spielen laut Bitkom Research Video- oder Computerspiele? Wie viel Prozent der Deutschen ab 14 keine Altersbeschränkung nach oben spielen, überhaupt Computerspiele? In Prozent. Ab 14. Drei, zwei, eins. 85. Wir sagen 90. Es sind tatsächlich 42%. Was? Junge, kannst du aufhören, meine Zahlen wegzuschreiben? Ab 14 Jahren? Ab 14 Jahren? Das ist no way. Der Trick ist, Steve, keine Altersbegrenzung nach oben, ne? Das heißt, die ganzen 80-Jährigen wurden da auch befragt. Keine Spießer-Eltern, so eine Scheiße. Ja, ja. Ich hab falsch gedacht. Anschlussfrage. Frage Nummer 4. Wie viele Prozent der Deutschen zwischen 14 und 29 Jahren spielen Video- und Computerspiele? Wieder in Prozent zwischen 14 und 29. Wann ist die Studieraktuelle? 14 bis 29. Ja, aber die ist von 2015. Ja, okay, das ist schon. Hm? Gut. Und? Soweit? 92? 90. Es sind 81. Ja, das gibt's doch gar nicht, ey. Was machen die Menschen heutzutage? Die Tati schreit gerade von oben auf die Frage, was machen die Menschen heutzutage? Lesen. So, wissen wir Bescheid. Wir sind jetzt bei Frage Nummer 5. Ja,
Wann erschien das NES-Spiel Super Mario Bros.? In welchem Jahr erschien das NES-Spiel Super Mario Bros.? Fünf, vier, drei, zwei, eins. Bitte umdrehen. 1988. Entschuldigung, was ist das? 1988. Wir haben erst 84, haben die vier dann umge. Okay, 88 und ihr? 92. Habt 92. Es ist 85 erschienen. Frage Nummer 6. Wie viele Exemplare wurden von diesem Spiel verkauft? Von Super Mario Bros. Weltweit. Hinweis, es handelt sich um das meistverkaufteste Spiel aller Zeiten. Wenn wir von einem Spiel für ein und dieselbe Plattform reden. Wie viel wurden seit Erscheinen bis jetzt weltweit davon verkauft? Drei. Weltweit. Drei, zwei, eins. Umdrehen. 82 Millionen. 150 Millionen. Ihr seid, schätzt viel. 40,42 Millionen. Frage Nummer 7. Wann erschien das erste SimCity? Wann erschien das erste SimCity? Egal, ob ich auf der Plattform war PC. Ja. Drei, zwei, eins. 1992. 1990. Und wir haben 89. Frage Nummer 8. Wie steht sie jetzt im Gesamt? 4-3. 4-3 für unser Gästeteam. Frage Nummer 8. Wie viele aktive Abos hatte WoW im zweiten Quartal 2015? Laut Blizzard Earning Call. Wie viele aktive Abos hatte WoW im zweiten Quartal 2015 weltweit? Okay. Wir sagen 5 Millionen. 4,5 Millionen. Seid gar nicht so schlecht. 5,6 Millionen. Frage Nummer 9. In wie vielen Ländern auf der Erde wird WoW gespielt? Drei, zwei, eins. Wir sagen 35, Entschuldigung, wir sagen 35. 73. 35 sagen wir. Es sind 244. Was? Ja. 244 Länder. Ja. Scheiße, scheiße. Jedes Land, das Internet hat, spielt. Nee, es gibt nur ein paar Sprachen. Mindestens einer spielt da noch nicht. Frage Nummer 10. Wie viel Preisgeld wurde 2015 bei der Dota 2 Weltmeisterschaft International insgesamt ausgeschüttet? Das habe ich live gesehen. Wie viel Preisgeld? Ein Großteil des Preisgeldes wurde ja von der Community gespendet, muss man mal dazu sagen. Und ich kann die Zahl nicht aussprechen. Wie viel wurde das insgesamt ausgeschüttet? Ja, insgesamt ausgeschüttet.
bei der Dota 2 Weltmeisterschaft 2015? Echt? 3, 2, 1, was ratet ihr? 30 Millionen. Wir sagen 150 Millionen. Ich glaube, es war ein Rekord-Dings. Ich glaube, mit der Zahl. 150 Millionen? Alter Meister, ich glaube, mit der Zahl. Was kann man denn für 100, 150 Millionen? Sagen kannst du es. Ich hatte am Anfang 1,5 Millionen. Okay. Es sind 18.416.970 US-Dollar. Frage Nummer 11. Wie viele Menschen weltweit spielen Hearthstone Stand Mai 2015? Haben zumindest einmal Hearthstone gespielt. Wie viele Menschen weltweit? Im Mai 2015. Also ich weiß es nicht gut, ne? Das ist jetzt auch nur. Ich weiß es auch nicht. Na, wir können es auch noch raten. Das ist eine schwere Frage, ne? Ich bin noch verdammt viele. Mach mal gut. 3, 2, 1. 73,2 Millionen. Boah. 12 Millionen. 12 Millionen. Es sind 30 Millionen gewesen. Wir sind eher. 30 Millionen kam per Twitter-Meldung vom Hearthstone getwittert im Mai 2015. 30 Millionen. Frage Nummer 12, zwei Fragen noch. Wann erschien das erste FIFA-Spiel? In welchem Jahr erschien das erste FIFA? Die sind gleich noch eine, ja. Aber in China schon, ne? Hochrechnet? 3, 2, 1, 0? 1990, sagen wir. 1994. 1993. Also an 92 kann ich mich sogar erinnern. Das Spiel, das hatte ich nämlich. Das Spiel ist entschieden. Gewonnen hat unser Gästeteam. Erneut. Okay. Das heißt, wir müssen noch ein letztes Spiel machen. Stimmt, es ist? Es hat Scheiße über dem Kopf. Snoopy. Himmel. Ist es ein Doppelwort? Oder ist es ein... Achso, darfst du nicht sagen. Scheiße. Leck mich am Arsch, Alter. Ist es Hitler-Dino oder was? Okay, weg. Oh Mann, Sparfuchs, du Affe.